Damen und Herren, ja, ich bin von Anfang an dabei gewesen. Für mich persönlich, darf ich das heute sagen, ist das auch ein besonderer Augenblick. Meine Erfahrung aus der Herzkammer der Demokratie, hat Rainer Prachtl im Übrigen mal gesagt, oder im Übrigen Richard von Weizsäcker, hat, und das habe ich dann ja im übertragenen Sinne weitergetragen, hat hier im alten Plenarsaal im Übrigen mal gesagt, er ist im schönsten Landtagssitz Deutschlands. Ich habe daraus gemacht, wir leben im schönsten Bundesland der Welt. Und ich darf Ihnen ausdrücklich natürlich die Grüße der Ministerpräsidentin auch überbringen. Sie wissen, sie ist im Auftrag des Bundesrates in Berlin, im Übrigen die Geberkonferenz, die internationale und dann noch der Vermittlungsausschuss. Insofern, glaube ich, ist auch deutlich, in welchem Auftrag Mecklenburg-Vorpommern gerade in dieser Zeit in Deutschland und national und international unterwegs ist. Und dafür sind wir der Ministerpräsidentin sehr, sehr dankbar. Ich persönlich muss Ihnen sagen, vor 35 Jahren hat sich mein Leben komplett verändert. Ich war damals 30, bin dann im Übrigen als Abteilungsleiter einer LPG-Pflanzenproduktion, Lübten im Übrigen, mit über 300 Beschäftigten, die ich in der Verantwortung hatte, in die politische Wende gegangen und habe gesagt, ich möchte etwas mit verändern. Und dies zieht sich für mich tatsächlich wie ein roter Faden hindurch. Ich bin im Übrigen auch ein Bürgerbewegter. Ich habe seinerzeit, ich will das ausdrücklich sagen, die SDP der DDR mitgegründet und habe das im Übrigen dann auch versucht, in der Volkskammer der Letzten, betone ich immer wieder, versucht auch den Weg in die deutsche Einheit mitzubahnen. Und ich glaube, das ist für den Fachbereich, für den ich immer angetreten bin, für die Landwirtschaft, die ländlichen Räume, glaube ich, auch solide abgearbeitet worden. Und dann hat Harald Ringsdorf, das will ich auch ausdrücklich sagen, mich gebeten. Für mich war klar, die Episode Politik wird beendet sein, mit dem Ausscheiden aus der Volkskammer. Nein, Harald Ringsdorf hat mich seinerzeit gebeten, Till, mach bitte weiter, wir brauchen dich. Wir brauchen Experten auch für die Landwirtschaft, die ländlichen Räume. Und so zieht sich dieser Faden hindurch. Und deswegen komme ich dann zu der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommerns. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, in dem alten Plenarsaal miterlebt zu haben, als die Verfassungskommission eingerichtet wurde. Der damalige Präsident Rainer Prachtl, den wir, glaube ich, auch nach wie vor parteiübergreifend schätzen, war Vorsitzender der Verfassungskommission, Stellvertreter war Professor Dr. Rolf Eckert, SPD. Ich vergesse im Übrigen die Diskussion in den Fraktionen, im Übrigen auch die Bewegungen aus dem außerparlamentarischen Raum sind hier integriert worden. Das war eine Forderung der Sozialdemokratie, sind mit eingebunden worden. Ich erinnere an Heiko Lietz, ich erinnere an die Grünen, die im Übrigen hier mit integriert worden sind seinerzeit. Auch das war unsere Forderung, auf möglichst breiter Basis eine Verfassung auf den Weg zu bringen, um damit auch den Bürgerwillen, so wie die Landtagspräsidentin es eher schon deutlich gemacht hat, auch zu verkörpern. Für mich sind die Debatten im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie das eine oder andere Mal nachgelesen haben, von Dr. Norbert Buske von der CDU leidenschaftlich um das Ziel im Übrigen auch, die Staatsziele zu untermauern, die Freiheit, die Pressefreiheit, die freien Wahlen im Übrigen, die Unabhängigkeit der Justiz, all das, was in den Artikeln sich wie ein Faden durchzieht, mit dem Ziel, alles daran zu setzen, eine für das Volk funktionierende Demokratie und damit auch die Mitwirkungsrechte umzusetzen. Ich erinnere ausdrücklich an Karin Bresemann, Siegfried Friese aus der SPD-Fraktion, die mit Leidenschaft insbesondere das Thema Bildung, das Thema Wissenschaft, Kultur, aber eben immer wieder auch die europäische Integration ganz weit in den Mittelpunkt der Diskussion geführt haben. Ich habe das wirklich im wahrsten Sinne genossen und ich bin auch stolz, was wir hier hinbekommen haben. Im Übrigen auch mit dem externen Sach- und Fachverstand, Professor von Mutius, ein anerkannter Staatsrechtler, der auch heute noch aktiv ist, oder
auch Professor Dr. Stark, ganz bewusst Experten von außen mit integriert, die damit auch verfassungsrechtlich bis hin zum Landesverfassungsgericht und damit die Gerichtsbarkeit auf solide Basis auch, Entschuldigung, nach einer Diktatur für dieses Land dann auf den Weg zu bringen. Und ich will auch da noch mal daran erinnern, Harald Ringstorff hat damals auch den Spruch geprägt der Versöhnung. Und ich glaube, es ist nichts wichtiger als diesen Spruch von heute erneut aufzugreifen. Wir brauchen die Versöhnung in ganz Europa. Und insofern möchte ich ausdrücklich natürlich Dr. Schönburg, der für mich auch ein streitbarer Partner, denn die Demokratie lebt von dem Meinungsstreit. Aber am Ende muss ein Ergebnis herauskommen. Es gibt ja kluge, sehr kluge Politiker, die sagen, die Demokratie ist schwer. Aber ich will hier an dieser Stelle und heute sagen, es gibt auf dieser Welt im Vergleich zu dem, was wir erlebt haben und erleben dürfen, kein besseres Rezept, Julian Bayer. Es gibt kein besseres. Und insofern möchte ich natürlich auch der FDP ausdrücklich die Hand reichen. Walter Goldbeck, ich persönlich habe mit ihm viele, viele Gespräche auch führen dürfen. Und das war ein profunder Vertreter auch der Demokratie, natürlich der liberalen Denkweise, aber auch was in der sozialliberalen Diskussion hier zum Tragen gekommen ist, insbesondere das Bildungswesen, war er ein Verfechter dieses Bereiches, zumal er da auch aus seinem Berufsleben profunde Kenntnisse hier mit eingebracht hat. Und deswegen will ich mal ausdrücklich sagen, man kann sich bei den Vätern und Müttern selbstverständlich des Grundgesetzes und der Landesverfassung an dieser Stelle nur noch mal sehr, sehr herzlich bedanken. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass die Idee von Harald Ringstorff und anderen, ein bisschen habe ich auch dazu gehört, die Verfattung denn auch noch ob Plattumocken, ist wohl einmalig ob die Welt. Und das ist Gauze. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich will dann auch versuchen, die Verfassung noch mal bildlich darzustellen, gerade auch für junge Menschen und für Lehrerinnen und Lehrer. Für mich ist die Verfassung, wenn man so will, das Werkzeug. Ich komme ja nur aus dem technischen Beruf. Und das Werkzeug ist dann eine Art von Bedienungsanleitung. Aber an diese Bedienungsanleitung hat sich jeder und jede und jedes zu halten. Und wenn das funktioniert und man sich die Verfassung, mein Wunsch wäre auch gerade an die jungen Menschen, sich die Verfassung nicht nur auf Platt, wenn man sie denn lesen kann, sondern auch Hochdeutsch in Ruhe durchzulesen, um damit, wenn man so will, die wichtigsten Grundelemente des Zusammenlebens in der Demokratie zu verinnerlichen. Und wer das macht, der kommt in Mecklenburg-Vorpommern hervorragend durchs Leben. Ich will das ausdrücklich sagen. Denn die Werte, der Wertekompass, der damit in dem Geist dieser Verfassung drinsteht, ist am Ende das Wesen der Demokratie, der Freiheit, der Menschenwürde, der freien Wahlen, der Pressefreiheit, der Reisefreiheit. Ist es nicht ein Segen, was wir heute erleben dürfen? Also ich war noch nicht mal in Ungarn zu DDR-Zeiten. Ich habe das nie geschafft. Heute setzt man sich in Flieger. Oh weia, es hat auf Mallorca geregnet und das Wasser stand hoch. Also ich will mal ausdrücklich sagen, welche Chancen gerade die junge Generation heute hat, von der Ausbildung bis hin zu den Möglichkeiten der freien Entfaltung. Es ist einmalig, solche Chancen hat es noch nie gegeben. Und bildlich gesehen, auch das ist mir sehr wichtig, das Fundament ist im alten Plenarsaal gelegt worden, in dem alten Plenarsaal. In dieses wunderbare Gebäude ist dann ja auch mit dem neuen Plenarsaal auch ein weiterer zusätzlicher frischer Geist eingezogen. Ich will mal ausdrücklich sagen, wir haben die Anpassung der Verfassung vorgenommen. Im Übrigen, Herr Finanzminister, auch die finanzielle Frage mit der Schuldenbremse. Auch das gehört dazu. Also wir haben auch als Parlament, auch dazu gehöre ich,
dem Volk aufs Maul geschaut, auch die Finanzierbarkeit und die soliden Finanzen sind in der Verfassung niedergeschrieben. Oder selbstverständlich im Übrigen auch der Tierschutz, der Umweltschutz und die nachhaltige Wirtschaftsweisen in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft oder die Schönheiten unserer Natur und der Geist dieser Menschen. Dieses auch auf ein weiteres solides Fundament zu stellen. Ich würde heute immer noch behaupten, die Leidenschaft für diesen Prozess spüre ich heute noch. Diese Leidenschaft, dieses Land voranzubringen, es auf solide Beine zu stellen und die Demokratie zu wahren, sie zu schützen und sie zu verteidigen. Ja, dieses Haus steht und es ist weiter mit Leben erfüllt. Und ob es manchmal klappert oder auch mal turbulent wird, das gehört in der Demokratie dazu. Aber die Geus waren in Haaszelt. Auch das hat Harald Ringsdorf mal gesagt. Also auf Hochdeutsch, die Gänse, die Küken werden im Herbst gezählt. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass wir jeden Tag wieder für die Demokratie kämpfen, arbeiten und am Ende auch für die Menschen da sein müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja auch so, dass die Verfassung, ich habe das schon angedeutet, auch die Besonderheiten dieses Landes mit aufgenommen haben. Ich will da natürlich aus meinem Fachbereich, für die habe ich auch sehr gekämpft, natürlich die Landwirtschaft, aber im Übrigen auch die Alleen, einmalig in Deutschland, in Europa, die ältesten Eichen Europas sind aufgenommen worden. Sie sind im Übrigen auch Zeitzeugen, sie sind Teil im Übrigen auch unserer Heimat. Oder die Zusammenarbeit im Ostseeraum. Ausdrücklich will ich das nochmal unterstreichen, die Tradition und die Weltoffenheit unserer Menschen, unseres Landes. Wir haben eine Landesverfassung, die ganz bewusst Merkmale unserer Identität betont und eigene Schwerpunkte damit auch herausgearbeitet hat. Aber vor allen Dingen ist unsere Landesverfassung zusammen mit den Menschen entstanden und das war für mich im Übrigen auch draußen im Lande, die Veranstaltung, die wir dort durchgeführt haben, immer wieder von allergrößter Bedeutung und wir hatten eine ganz große und sinnvolle Resonanz. Auch das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Rita Sigmund. Im Bild zu bleiben, es ist unsere Landesverfassung als Werkzeug, als Wertekompass, der Antrieb, welcher unsere Demokratie sichert und damit natürlich auch permanent am Leben erhält. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die 75 Jahre Grundgesetz, ich kann das jetzt hier nur kurz anreißen, ist der weitere Grund zu feiern. Im Übrigen 35 Jahre deutsche Einheit werden wir am 2. Oktober in Schwerin feiern. Im Übrigen auch das ist ein Grund zum Feiern, dass wir 35 Jahre, die es miterleben dürfen, im Übrigen im nächsten Jahr 80 Jahre Frieden. Das ist ein besonderes Geschenk, das wir gar nicht hoch genug würdigen können für die Menschen, die in über 20 Kriegen auf dieser Welt von Leid und schrecklichen Schicksalen betroffen sind. Ist das nicht großartig, dass wir das bis heute geschafft haben? Wir müssen es verteidigen. Der 12. Juni ist insofern für uns, wenn man so will, auch nochmal ein Mahnmal. Alles daran zu setzen, sich mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen, ihnen aufs Maul zu schauen, auf den Mund zu schauen und auf der anderen Seite die besten Lösungen für die Menschen und für die Gesamtgesellschaft in diesem Lande zu erreichen. Und deswegen sind demokratische Prozesse mitunter langwierig. Ja, das ist leider so. Sie sind aber transparent, sie sind zuverlässig und sie sind eben auch demokratisch dann entstanden. Und das ist unsere Legitimation und die müssen wir hochhalten. Und deswegen sage ich hier auch nochmal ausdrücklich, wir erkennen, unsere Demokratie ist alles andere als selbstverständlich. Sie muss wehrhaft sein und sie muss geschützt werden. Bei aller Unzufriedenheit, die ich verstehe, und es gibt keine bessere Gesellschaft, ich habe das bereits angedeutet, in der wir leben dürfen, diese gilt es zu bewahren, zu schützen, zu verteidigen. Die Demokratie muss auch den Demokraten zusammenstehen.
gerade in dieser Phase. Die Demokratie muss tagtäglich für die Bürgerinnen und Bürger mit uns, mit Ihnen, mit uns allen, mit Leben erfüllt werden und vor verbalen und tätigen Angriffen oder vor Fehlinterpretationen und gezielten Falschinformationen geschützt werden. Unsere Demokratie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, informierte Menschen, die sich eine eigene Meinung bilden und in das gesellschaftliche Leben einbringen. Deswegen kann man sich nur bei jedem bedanken, der demokratisch gewählt hat und der dann auch uns den Hinweis gegeben hat, doch mal über die Art und Weise der Politik nachzudenken, wie wir damit umgehen. Unsere Historie in Deutschland zwingt uns immer wieder, den Spiegel vorzuhalten. Und deswegen ist es und gibt es nichts Besseres als die Demokratie. Ich will auch mich bei denen nochmal abschließend bedanken, die zu DDR-Zeiten Widerstand geleistet haben. Aber auch diejenigen, die im Übrigen die Mauer eingerissen haben. Ich habe im Übrigen von Gothmann bis nach Bolzenburg in Hafen den Zaun abgebaut mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich werde das niemals im Leben vergessen. Dieser eiserne Vorhang ist weg. Ein Segen. Und Sie fangen hier wieder an. Ich versuche sachlich. Moment, einen Moment bitte, Herr Dr. Backhaus. Herr Fraktionsvorsitzender, jetzt rede ich. Einen Moment, meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere in Richtung jetzt AfD-Fraktion. Sie können Zwischenrufe tätigen, aber bitte in einer angemessenen Art und Weise und fangen Sie nicht an, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Herr Backhaus, Sie haben wieder das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe das große Glück und viele von Ihnen in diesem Plenarsaal auch, dass Sie Erinnerungen an beide Systeme haben. Und deswegen will ich ausdrücklich nochmal sagen, ich bin glücklich und ich weiß es zu schätzen, was die Menschen in diesem Lande leisten. Und das gilt für die gesamte Landesregierung. Wir wissen, was diese Menschen leisten und wir wissen, das sehr anzuerkennen. Und deswegen müssen wir uns gemeinsam demokratisch weiter engagieren. Und selbstverständlich sind wir mit den Krisen konfrontiert. Die Klimakrise, die Corona-Krise, der völkerwidrige Angriff auf die Ukraine, die umfassenden Herausforderungen mit den Umwälzungen durch Globalisierung, Digitalisierung, um nur einige zu nennen. Und deswegen ist auch diese Stunde so wichtig für die Menschen zu sagen, wir haben nicht nur verstanden, wir handeln. Und zwar jeden Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und natürlich verstehen wir und ich auch ausdrücklich die große Verunsicherung. Wir können nicht einfach so tun und sagen, mit 100%iger Sicherheit wird es den Menschen auch weiterhin so gut gehen wie aktuell. Nein, wir müssen uns jeden Tag neu formieren, wir müssen uns ausrichten und wir brauchen Lösungen. Aber Demagogen, Populisten, die diese Phase ausnutzen, um Angst, Hass oder Neid zu schüren, hilft diesem Land keinen Millimeter weiter. Und deswegen bin ich im Übrigen abschließend dem NDR total dankbar. Denn die Umfrage vom 29. April bis 6. Mai 2024, ein Glück, dass wir Pressefreiheit haben, oder? Ein Glück. Ein Glück. 18.000 Bürgerinnen und Bürger sind im Norden Deutschlands befragt worden. Nämlich auf die Frage, inwieweit stimmen Sie dem Grundgesetz zu, antworteten 94% mit Zustimmung. Besser geht es gar nicht. Herzlichen Dank an die Menschen im Norden. Die Aussage, das Grundgesetz ist eine der größten Errungenschaften der Bundesrepublik Deutschland, beantworten die Menschen mit 92% Zustimmung. Ein Segen, dass das so ist.
Das war die gute Nachricht. Die andere Nachricht ist, so war das Vertrauen in Institutionen im Übrigen auch abgefragt, während beispielsweise die Wissenschaft 81% Zustimmung erfährt. Genießen die politischen Parteien 22%. Und ich glaube, das muss uns anregen, nachzudenken, wie wir dieses möglichst schnell verbessern können. Und daran arbeiten wir. Drei Viertel, das ist für mich das Fazit, drei Viertel der Befragten haben also kein Vertrauen in die Parteien. Und deswegen ist das für uns Demokraten Anlass, alles, aber auch alles dazu zu tun und dafür zu tun, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Das ist unser Auftrag. Und insofern möchte ich abschließend dann sagen, ich glaube, wir müssen die Werte, die wir in der Verfassung niedergeschrieben haben, weiter verfolgen, erklären. Wir müssen erläutern, wir müssen hinhören, wir müssen fragen, ja, wir müssen uns auch im Meinungsstreit kräftig auseinandersetzen. Aber am Ende im Leben zählt immer das Ergebnis. Und jeder von uns sollte darüber nachdenken, dass er sich dann am Ende auch im Spiegel wieder ansehen können muss. Die politische Partizipation ermöglicht beispielsweise, bei den Planungsprozessen mitzuwirken. Die Algorithmen in den sozialen Medien müssen uns weiter anschauen. Ich glaube auch, dass wir seriöse Informationen dringend weiterentwickeln müssen, diese dann auch öffentlich-rechtlich auch sauber recherchiert in den Umlauf bringen. Im Übrigen, da wo TikTok-Mechanismen platte, möglichst emotionalisierende, möglichst polarisierende Aussagen, möglichst einfache Wahrheiten belohnt, ist nichts mit komplexen Realitäten zu machen. Auch das gehört dazu. Denn keine der aktuellen globalen Herausforderungen ist ganz einfach zu lösen, sondern nur gemeinsam mit demokratischen Prozessen, mit dem Aushandeln eines Dialogs und der Diplomatie. Und deswegen im internationalen Maßstab wünsche ich mir, dass wir möglichst schnell in eine wirklich Diplomatie der Vergangenheit unter Willy Brandt, Helmut Schmidt zurückkehren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns einig, es muss darum gehen, das demokratische System wirklich zu stabilisieren und diejenigen, die daran ein Interesse haben, es zu destabilisieren, auch zu enttarnen und ihnen deutlich zu machen, dass das nicht der Allgemeinheit und dem Willen der Allgemeinheit entspricht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde es gut, dass wir als ressortübergreifende Zusammenarbeit den Aufruf, nämlich den Sommer der Demokratie, auch umsetzen wollen. Wir freuen uns auf den Austausch als Landesregierung, auch mit der Opposition selbstverständlich gerne in einen Dialog zu kommen, nämlich mit der Landesregierung am 16. Juni, so wie wir das mehrfach im Jahr machen. Das Wahlergebnis der Kommunal- und Europawahlen hat unterstrichen, dass wir als Landesregierung die Sorgen der Menschen ernst nehmen müssen, damit wir unsere Demokratie bewahren können. Und zum Abschluss, ich glaube, die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern ist gut. Herzlichen Dank.